Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabi. Wie ihr schon vielleicht alle mitbekommen habt, funktioniert der K-Wort-Sucher von Google überhaupt nicht mehr. Denn ich bin jetzt hier in meinem K-Wort-Planer mal drinne, habe hier mal einen Suchbegriff eingegeben und wie wir sehen, funktioniert dieser Suchbegriff überhaupt nicht mehr. Das heißt, Google hat hier was gemacht. Das sind alles dieselben Daten, egal was man für ein Wort eingibt. Hier finden wir zwar jetzt noch ein paar Anregungen, aber die genauen Suchergebnisse finden wir hier in diesem Google Planer nicht mehr. Da müssen wir jetzt Geld bezahlen und deswegen gibt es hier eine schöne andere Alternative. Und zwar gibt es das neue Tool, das nennt sich Keyword Finder. Findet ihr auf der Webseite kwfinder.com. Hier müsst ihr euch ganz einfach anmelden. Wenn ihr euch anmeldet mit eurer E-Mail-Adresse, könnt ihr 5 Suchanfragen pro Tag machen. Und das sehen wir dann auch hier. Wir haben hier unsere 5 Stück am Tag. Und hier können wir die freie Suche starten. Das ist eigentlich eine ganz schöne Alternative für diesen Google Keyword Planer. Und wenn wir dann hier mal unser Modaland eingeben. Modaland ist ja eine Region in Norwegen. Da mache ich gerade eine Webseite, deswegen mal dieses Modaland. Und dann finden wir hier auch unsere Ideen und hier finden auch die richtigen Suche. Wie das hier so alles funktioniert, das müsst ihr euch dann mal selber anschauen. Aber ich wollte euch dann nur mal ganz kurz erzählen, was es da für neue Alternativen gibt und was wir machen können, wenn Google uns jetzt diesen Keyword-Planer verwehrt. Ich danke euch fürs Zuhören. Abonniert bitte meinen Kanal und gebt mir ein Däumchen nach oben oder schaut mal auf meinem Blog vorbei. Danke, ciao.